Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ich hoffe auch du, Andreas. Ja, es war wie immer ein fantastisches Silvester und ich sage jetzt auch gleich mal, was Sache ist. Wir sind noch gar nicht im neuen Jahr. Richtig. Aber wir nehmen es schon mal vorab auf für euch, weil wir haben hier auch einen tollen Gast. Ich steige eigentlich schon sofort ein, obwohl eins muss ich noch sagen, weil das haben wir letztes Mal wieder vergessen. Bitte bewertet uns bei iTunes, bitte bewertet uns bei Spotify. Da habt ihr die Möglichkeit, uns auch Rezensionen zu geben bei Apple halt in den Podcast und bei uns ne, Sternchen geben und genauso auch bei Spotify. Das Zweite ist, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber ich sage das lieber hier auch nochmal. Bis Ende des Monats, also Ende jetzt Januar, obwohl wir jetzt voraufnehmen, aber dennoch, die Ausstrahlung ist ja jetzt im Januar, gibt es diese Lead-Klamotten halt zur Verlosung. Ihr müsst einfach nur auf unsere Instagram-Seite gehen, da erfahrt ihr alles. So, aber jetzt zu Ende mit dem Werbeblock, jetzt gehen wir rüber zum Gast. Wir haben da einen ziemlich interessanten Vertriebler aufgetrieben, der für ziemlich geile Marken arbeitet, unter anderem halt auch den Jasper Jauch schon mal wohl gesehen haben dürfte, weil er für diese Marke auch arbeitet. Hallo Marco. Hallo. Hi, grüß dich. Hallo ihr zwei. So, der Flo hat das jetzt ja schon so in seiner üblichen International Man of Mystery Art so ein bisschen um den heißen Brei geredet. Aber wenn wir sozusagen Jasper Jauch in den Topf werfen, und wir wissen ja alle, was er für Fahrräder fährt. Er fährt nämlich Santa Cruz. Dann wissen wir nämlich auch letztendlich, für welche Firma du tätig bist, nämlich für Santa Cruz. Genau, ich bin bei der Pon Bike Performance GmbH angestellt und wir vertreten neben der fantastischen Marke Santa Cruz auch die Marken Cervelo und Reserve, das Laufradlabel, was man durchaus kennen könnte, wenn man ein bisschen Santa Cruz folgt und dann auch vielleicht das ein oder andere Video von Danny schon mal gesehen hat. Da gab es mal ein ganz legendäres Video, wie er irgendwie stundenlang versucht hat, so ein Reserve-Laufrad zu zerstören. Auch die Produkte haben wir bei uns im Portfolio und genau, ich bin hier im Norden für den Vertrieb zuständig. Der Norden ist relativ groß bei uns. Also der reicht quasi von Flensburg und Cuxhaven bis nach Kassel, rechts rüber. Zählen wir auch Leipzig zum Beispiel noch zum Norden. Ach. Also ist ein relativ großes Gebiet, aber ist natürlich eine tolle Arbeit, mit so fantastischen Marken unterwegs sein zu können. Ich glaube, das ist auch so ein klein bisschen, ich übertreibe immer gerne, aber so ein bisschen auch erhaben, ne? Wenn man da ankommen darf und sagen darf, irgendwie halt, ja, ich bin hier der Vertriebspartner für dich von Santa Cruz. Ja, so ein Auftritt, glaube ich, sollte man sich sparen. Also Demut und Bescheidenheit ist schon so eins meiner Maxime. Aber natürlich, klar, das ist natürlich schon, sind schon fantastische Marken und das macht schon auch riesen Spaß. Ja, davon ab, also ich sag mal so, ich kenne halt Santa Cruz irgendwie damals vom Skateboardfahren. Ja, der Dicke hier, der ist Skateboardfahren gegangen. Und deswegen irgendwie, ich erlaube mir immer mal den Spruch, wenn ich deine Kollegen dann auf Festivals sehe, irgendwie halt und guck dann rüber, ihr seid doch eine Skateboardmarke. Den Spruch erlaube ich mir ab und zu mal, kriegt man aber ein Grinsen wieder zurück. Aber es sind ja halt auch so, es ist weiterhin auch noch ein geiler Trendsport, das Skaten irgendwie, um Gottes Willen. Aber Santa Cruz hatte sich damals auch mal dazu entschieden, dann Fahrräder zu machen, ne? Ja, das ist so, der Sage nach wohl, dass Freunde also innerhalb dieses Konstrukts beziehungsweise innerhalb dieser Marke dann die Entscheidung getroffen haben und letzten Endes haben die beiden Firmen auch nicht viel miteinander zu tun, außer dass es eben markenrechtlich miteinander verbunden ist.
Aber Santa Cruz Bicycles hat grundsätzlich mit dem Skateboard oder ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Surf-Stuff und so weiter. Das hat jetzt als Firma an sich hat das nicht viel miteinander. Achso, die sind dann halt einfach dann nur die Namensrechte verteilt. Irgendwie, ja, pass auf, ihr könnt unter dem Brand Santa Cruz dann die Bikes machen. Alles klar, verstanden. Ja, das ist auch mal wichtig irgendwie halt, weil viele verstehen es ja da wahrscheinlich erstmal draußen nicht. Irgendwie halt und denken sich irgendwie halt, das ist alles wieder so eins, weißt du? Das ist ja meistens so irgendwie. Jeder denkt irgendwie, jeder reimt sich was zusammen. Und jetzt haben wir mal einfach mal ein bisschen fundiertere Informationen bekommen, so dass man das da draußen auch weiß. Ich weiß, die Leute lesen nicht, deswegen sprechen wir darüber. Naja, deswegen ist es auch mal gut, dass es auch mal in Ton rauskommt. Der Sage nach zahlt in Santa Cruz sogar die Müllabfuhr Geld für Markenrechte. Ah, okay. Aber jetzt mal fernab, irgendwie mal zu deinem Job. Es macht ein neuer Fahrradladen auf. Rufen die dich an, dass sie dich haben wollen? Oder fährst du da vorbei, weil du gehört hast, Alter, der war mal Mountainbiker irgendwie, das ist ein fresher Typ, der macht da was Neues auf. Irgendwie fährst du dann hin oder rufen dich die? Sowohl als auch. Das ist immer so, wie es, da gibt es kein Schema. Bei solchen Dingen manchmal kriegt man einen guten Hinweis von einem Außendienstkollegen, dass sich dort der Unternehmer mit jemandem unterhalten hat und Interesse bekundet. Es gibt auch die Möglichkeit für den Händler quasi über unsere Webseiten sich zu bewerben, wenn man so will, nennen wir es mal so. Also quasi Interesse zu bekunden, dass man gerne Händler werden möchte. Dann gehen wir in Kontakt. Manchmal ist es auch so, dass man einfach, wenn man das weiß, dass dort was Neues entsteht, dann einfach sich vorstellt und dann guckt, was passiert. Ja. Okay. Also da gibt es, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich, glaube ich, im Vertrieb kein Schema F, nachdem man dort sag mal so ein Protokoll abhandelt. Das ist immer so, wie es gerade passiert. Also aber am liebsten natürlich, das heißt, ja. Klar, am liebsten. Ja, klar. Naja, aber es ist halt wirklich so, durch Hörensagen irgendwie, da macht jemand auf oder halt dann über klassisch das Bewerbungsformular kommt ihr dann auf neue Verkaufsshops irgendwie hat, die gerne eure Marken präsentieren wollen und fertig. Und wie läuft dann nachher der Prozess ab? Irgendwie guckt ihr irgendwie, also ich will ja jetzt nicht wissen, irgendwie halt, wie viel Umsatz der machen will, weil das sind ja interne Geheimnisse und die müssen ja auch nicht hier raus, um Gottes Willen. Aber was spielt für euch dabei mit, dass ihr nachher die Entscheidung trifft, yo, das wird ein Partner von uns? Also was ist da... Hat das viel mit auch Bauch zu tun oder sind das einfach der Kopf, die nackten Zahlen? Ist das das Feeling, wie gesagt, vom Bauch her irgendwie, ist das ein geiler Dude? Ist der richtig positioniert irgendwie? Blablub, oder wirklich so die kalten, nackten Zahlen? Nee, das ist schon so ein bisschen wie bei der Partnersuche. Also du guckst schon, okay. Du guckst schon, passt das zu uns? Und Umsätze, klar, natürlich ist es toll, Accounts aufzumachen, die auch gleich gute Umsätze passieren, aber das ist gar nicht das, worauf es im ersten Schritt ankommt. Also es ist schon wichtig, dass der Unternehmer zu uns passt, dass das Personal dahinter steht, dass das die Aufmachung vom Shop letzten Endes auch unseren Lifestyle und unseren Spirit trägt. Das sind schon so die Sachen, auf die man als erstes achtet. Und gibt es dann bei euch so ein Konzept wie bei Specialized, dass es dann quasi so Marken-Only-Shops gibt? Also so Flagship-Stores oder Concept-Stores oder wie immer das genannt wird? Also, oder sagt ihr einfach, okay, nee, also wenn der Händler jetzt quasi Santa Cruz verkaufen möchte, dann kann er aber auch gerne noch, was weiß ich, keine Ahnung, Cube oder sonst irgendwas verkaufen? Ja gut, neben Cube sieht eine Marke wie Santa Cruz jetzt nicht besonders, also das ist jetzt nicht das, worauf ich achten würde, dass es unbedingt Cube ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal selbstkritisch an die Sache rangeht und das letzte Jahr mal Revue passieren lässt, wir haben also massiv unter Supply und Lieferketten gelitten. Ich glaube, wenn das so wäre, dass wir sozusagen Monoshops hätten, dann würden wir jetzt mit einer ganz schönen dünnen Händlerdecke dastehen. Also das kann man keinem vorschreiben und das ist auch nicht das Konzept, was wir jetzt bislang
irgendwie ausrollen. Entschuldigung. Habe ich das so richtig jetzt verstanden? Also einen Gebietsschutz in dem Sinne gibt es nicht? Doch, grundsätzlich ja. Gebietsschutz würde ich das nicht nennen. Also es hängt natürlich schon sehr stark von der Region ab. So, und Einwohnerdichte und Potenziale und Nähe zu Trails und zu Bikeparks und ähnliches. Kann es schon mal sein, dass man in einem Gebiet, wo jetzt eben viel los ist, wo viele Menschen wohnen, wo auch viel Möglichkeit ist zum Biken beispielsweise, dann kann es schon mal sein, dass auch in nur 10 oder 15 Kilometer zwei Geschäfte sind, wo wir vertreten sind. Aber generell hält man natürlich dem Händler schon so ein bisschen den Rücken frei und schaut, dass man da einen gewissen Radius hat auf der Landkarte. Natürlich, das ist schon eine Aufgabe, die du als Vertriebsmann eigentlich immer hast, denke ich, egal mit welchen Marken oder mit welchen Produkten du unterwegs bist. Mhm. Also, und du hast ja... Sollen schon Luft zum Atmen haben. Ja, ne? Auf jeden Fall. Du hast auch gerade eben gesagt, dass das letzte Jahr auch schwierig gewesen ist im Sinne von Zuliefererketten und dergleichen. Das wissen wir alle, dass das alles sehr herausfordernd gewesen ist. Inwieweit konntet ihr denn quasi die Wünsche eurer Händler erfüllen? Geschweige auch den Kunden. Im Endeffekt halt, natürlich auch den Kunden, genau. Naja, also wenn du so direkt fragst, würde ich jetzt mal auch ganz direkt antworten, mehr schlecht als recht. Mhm. Also das letzte Jahr ist schon ein schwarzes Kreuz im Kalender. So, das war für uns, wir haben massiv unter den ganzen Lieferketten gelitten mit unseren Marken. Mhm. So. Und wir haben natürlich, ist es global aufgestellt, das Ganze. Wir sind ja kein Unternehmen, was jetzt nur in Deutschland und umliegende Länder, also diese Dach, wie man so schön sagt, tätig ist, sondern ist ja global agierend, das Ganze. Und wir kriegen aktuell relativ viel Ware aus Containern, die aus Amerika kommen, um überhaupt Kundenwünsche erfüllen zu können. Mhm. Und sind auch parallel, sind die Weichen gestellt und sind auf einem guten Weg, auch dann eine eigene Produktion hier in Deutschland zu haben für den EMEA-Raum. Das heißt also, dass quasi hier im, hast du jetzt deutschsprachig gesagt oder hast du Euro? Wir beliefern ja eigentlich alles, was hier Europa bis Mittlerer Osten ist, dann letzten Endes. Genau, und das ist, da haben wir dann jetzt ab nächstes Jahr eine Produktion, die das auch nicht von Tag 1 an, aber schon mit dem Potenzial, da gut zu wachsen, dann entsprechend das Assembling für die Produkte hier in unserem Raum machen kann. Das heißt, ihr produziert dann auch hier vor Ort Rahmen? Nein, okay, nein. Die kommen also quasi nach wie vor aus Asien und kommt dann aber bei euch quasi zusammen und wird dann bei euch zusammengebaut und nicht wie sonst üblich in Amerika, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Okay, gut. Aber das ist ja schon mal ein cooler Ansatz auf jeden Fall, weil ich denke mal, wenn du jetzt quasi deine ganze Ware immer aus USA beziehen musst, das ist natürlich schon, ist schon ein ganz schöner Aufwand, muss ich sagen, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Das ist ein Pfund irgendwie. Und dann ist natürlich auch irgendwo klar, irgendwie halt, wie du sagtest, Marco, halt mit dem Schwarzen Kreuz irgendwie halt dann alles, ne? Order und hier und das alles irgendwie und dann nach Europa rüber, nach Deutschland und dann verschickt ihr ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, von Deutschland aus in die europäischen Länder dann noch rein, ne? Ich hoffe, ich hab's so richtig verstanden. Ja, genau, so ist es. Das ist schon heftig, Ja, macht auch nicht viel Sinn. Also ist jetzt, also Stichwort Nachhaltigkeit und so weiter, ist es natürlich auch. Ärgert man sich da nicht quasi, ich meine, natürlich ärgert man sich ein Loch im Bauch, weil du hast ja eine extrem hohe Nachfrage gehabt, ne? Die ist jetzt, glaube ich, langsam so, ebbt die so ein bisschen ab, aber ärgert man sich nicht fürchterlich, dass man quasi eine sehr, sehr hohe Nachfrage hat, aber eigentlich nichts machen kann? Klar, logisch, ne? Natürlich verstehe ich, dass man sich ärgert, man kann nichts ändern, aber das ist doch so eine paradoxe Situation. Ja. ja, das ist so. Na, natürlich, also ich meine, letzten Endes, wer im Vertrieb tätig ist, da lebt man so, auch so ein bisschen
von dem Verkaufserfolg und von Umsätzen und freut sich dann darüber und so weiter. Das ist natürlich dann in dem Fall alles ein bisschen suboptimal gewesen jetzt in dem so. Deswegen sage ich Schwarzes Kreuz. Mhm. Da muss man einfach nach vorne gucken und schauen, dass die Weichen so gestellt sind, dass es auch dann künftig Spaß macht. Aber ich glaube, wir haben auch eine Community, also wenn wir jetzt mal bei Santa Cruz bleiben, so die das sind ja Fans. Das sind ja nicht einfach nur Leute, die Fahrrad kaufen, sondern das sind ja wirklich Markenfans und es ist auch wirklich beeindruckend, wie treu und wie lange da dann teilweise gewartet wird, bis sie dann ihr Rad kriegen. Also es ist schon wirklich beeindruckend. Also wie lange müsste ich denn auf dem Fahrrad warten, wenn ich jetzt quasi in den Laden gehen würde und sagen würde, okay, pass auf, ich möchte jetzt vielleicht nicht das Top-Modell, aber so ein gutes Mid-Price-Modell, keine Ahnung, Megatower oder sowas, ne? Jetzt auch nicht in der super fancy Farbe, sondern alles so ein bisschen easy peasy, aber trotzdem geil, aber jetzt auch nicht irgendwie ein Fahrrad für 14.000 Euro, ne? Wie lange? Ja, ich meine, gibt's ja auch, ne? Ja. Nee, es gibt sogar Light-EMTBs, da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, die ihr Gewicht, Gewicht in Preis schon aufwiegen, ne? Also 15,5 Kilo für 15.999 Euro. Also von daher irgendwie halt so, es gibt alles. Aber nee, wie lange müsste ich dann warten? Ja, wenn du jetzt Megatower sagst, wahrscheinlich gar nicht so lange. Oh, cool. Also das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Ja. Aber es gibt tatsächlich Kunden, die Stand jetzt schon über ein Jahr auf ihr Rad fahren. Mhm. Ja. So, das gibt es natürlich. Also das habe ich ja auch erlebt. Ich habe ja auch während der Pandemie ein Dreivierteljahr mal im Bikeshop gearbeitet und die Jungs hatten halt, waren Track-Stützpunkt quasi und haben da das Ruhrgebiet mit Track-Bikes irgendwie versorgt. Und wenn da jemand in den Laden reingekommen ist im September 2020 und hat gesagt, so, ich möchte jetzt mal mit dem Gravel anfangen und ich möchte jetzt einen Checkpoint, aber jetzt nichts eins in schwarz mit schwarzer Schrift, sondern eins irgendwie mit rot und was weiß ich, keine Ahnung, also ein bisschen schön und auch nicht die billigste Ausstattung, sondern schon ein bisschen fancy, genau. Verstehe schon. Na, dann war halt so, ja, kein Problem, können wir dir besorgen, ne? So, hat aber dann halt 9 Monate gedauert, ne? Also das ist schon eine harte Nummer. Also ich bin das... Ich glaube, bei Lieferdaten ist es auch immer, also der Lieferant geht ja immer von dem Status aus, den er zu der Zeit hat. Ja. Und möglicherweise ist es dann so, wenn du in ein Geschäft gehst und es bahnt sich was an und der Händler guckt dann rein und sieht eine Lieferbarkeit in 4 Wochen, dann ist das ja das, was der Lieferant mit dem, also an dem Datum, mit dem Stand an Daten, die er hat, dann auch, wovon er auch ausgeht. Ja. Und dann, das war wahrscheinlich auch gerade die Zeit, wo das alles anfing, so massiv zu bröckeln. Also das, teilweise hatten wir 1.000 Tage Lieferzeit für einen Sattel beispielsweise. 1.000 Tage, also Arbeitstage. Ne? So, das ist ein Jahr zurück. Mhm. Und wenn man jetzt dann anfragt bei gewissen Lieferanten, bleiben wir beim Sattel, dann kann es sein, dass die dir jetzt ein Jahr später, also ich sag jetzt mal 300 Arbeitstage später, eine Lieferung in 200 Tagen voraussehen. So, und das ist halt, das muss man eben, das sind so Kleinigkeiten, die man jetzt als normaler Kunde natürlich nicht weiß, aber die das dann ausmachen. Der Händler lässt von dir anzahlen, du freust dich, okay, in 4 Wochen kriege ich mein Rad. Und dann rutscht aber dieses Lieferdatum immer weiter nach hinten, weil, keine Ahnung, erst der Sattel nicht da ist, dann fehlt die Kette, dann fehlt. Mhm. Keine Ahnung, manchmal ist es ja auch nur irgendein, also Speichennippel, sagen wir mal Beispiel Speichennippel. wenn ein Teil vom Puzzle nicht dabei ist, dann ist das Puzzle halt nicht komplett und dann kann man halt das Rad auch nicht verkaufen. Und diese ganze Datenlage ist das, was extrem viel Unruhe in diese ganze Thematik reingebracht hat und vor allem so Lieferzeiten massiv beeinflusst hat. Und das Zusammenbauen nachher an sich, das ist gar nicht mal das große Problem, aber die Puzzleteile alle zusammen zu haben, ist natürlich dann die große Kunst und ja. Gibt's da irgendeinen
einen gangbaren Weg für die, ich sag jetzt auch gar nicht mehr für die mittlere Zukunft, sondern für die langfristige Zukunft. Was denn, was lachst du? Hey, ich habe total, ich ja, hab warte, total mal, bevor, die geile bevor, Idee. Bevor du deine Idee kundtust, will ich noch gerne meine Frage unterbringen. Gibt es aus deiner Sicht ja irgendwie eine Möglichkeit, dass man aus dieser Spirale immer mal rauskommt? Marco, warte mal. Ich muss den jetzt bringen, sonst klappt der nicht mehr. Wo du das gerade gesagt hast, irgendwie, ob man da nicht eine Lösung kam mir sofort im Kopf. Hey, AliExpress. Ja, was wir versuchen, uns hier ernsthaft zu unterhalten, ey, und du machst alles kaputt. Ja, ich weiß, ich mache immer alles kaputt. Nein, aber alles gut. Na, ich glaube, ich bin ja nicht Operations und Einkauf und sonst, ich bin ja auch nur Vertriebsjunge. Mhm. Aber ich glaube, so ein bisschen, und das ist ja das, was viele Lieferanten im Moment auch jetzt schon machen, ist, dass man in die Richtung arbeitet, also dieses Carryover, also dass man quasi Modelle also längere Zeit laufen lässt, einfach, dass die Puzzleteile halt eben über einen längeren Zeitraum gleich bleiben. So, und dann vielleicht mit Farben arbeitet, dass die Rahmen eine andere Farbe kriegen oder sonstige Sachen, solange jetzt nicht die Lieferanten sich immer wieder neue Bremsen einfallen lassen, neue Schaltungen einfallen lassen und so, funktioniert das ja auch ganz gut. So, aber das ist, glaube ich, das, wie gesagt, was jetzt ja viele schon machen und was mit Sicherheit ein bisschen Ruhe in den Markt reinbringt, was das angeht, dass man eben halt eine bessere Liefersituation gewährleisten kann für Produkte. Ich habe auch nie verstanden, warum es eigentlich jedes Jahr aufs Neue ein neues Modell geben musste. Ne? Also es war mir unverständlich. Ja, ich habe zwar auch viele Zeit davon oder viele Jahre davon auch partizipiert, weil natürlich, du hast einfach gekauft, hast es ein Jahr später wieder verkauft und dann hast du das Geld, was du davon gekriegt hast, wieder in das Neue gesteckt. Und so war das dann irgendwie so ein Schneeballsystem, was eigentlich ganz gut funktioniert hat. Aber de facto waren die Fahrräder meines Erachtens nach immer gleich, haben sich mal marginal unterschieden, weil dann halt irgendwie eine neue Komponente rausgekommen ist oder es war dann ein Komponentenwechsel von einmal 11 auf einmal 12 oder sowas, ne? Das war natürlich dann schon geil, aber am Rahmen hat sich oft meistens wenig getan und ich habe mich immer gefragt, ich fand es irgendwie geil, aber ich fand es, glaube ich, nach dem dritten Mal fand ich es nur noch halb so geil, wie ich es davor gefunden habe, weil es war dann nicht mehr so dieser Thrill da, dieses, oh geil, es ist jetzt wieder ein neues Fahrrad, weil es waren ja nur 12 Monate dazwischen und hast dich gerade auf das Alter irgendwie ein bisschen eingefahren, dann kam schon wieder das Neue, also so finde ich das jetzt auch nachhaltiger und es macht auch irgendwie, es passt besser in unsere Zeit, glaube ich. Ja, vor allem, um sich jetzt über solche Phasen wie der aktuellen hinweg zu helfen, ist es mit Sicherheit auch eine praktikable Lösung. Wobei man, du hast auf der einen Seite nur die Schaltkomponente, aber dann sind ja auch noch mehr Teile an dem Rad und letzten Endes, also gerade im Bereich Fahrwerktechnik und so, Naben, Bremsen, also da ist ja schon, wenn man dann alles nimmt, also das ganze Fahrrad mit all den neuen Teilen, die halt immer wieder übers Jahr oder im Zweijahreszyklus dann hinzukommen, ist es schon ein Unterschied. Mhm. Also das wäre ja ein Ding, wenn ein Rad, was jetzt 2 Jahre alt ist, und es kommt ein neues Modell und da ist gar nichts besser oder gar nichts anders. Also es ist schon so, dass sich da auch viele Dinge tun und das in der Summe dann schon auch, selbst beim Fahrwerk, also selbst bei den Rahmen, es ist ja sensationell, was die Ingenieure da immer wieder noch rausholen. Also wenn man jetzt, selbst man bliebe beim gleichen Dämpfer-Setup, hat man über andere Umlenkwege und das ganze, der ganze Gehirnschmalz, der dort in der Rahmenentwicklung drinsteckt, ja trotzdem ein besseres Produkt. So, also es steigert sich ja schon. Klar ist es nicht, es wird nicht jedes Mal neu erfunden, das Fahrrad, das ist ganz klar, aber die Innovation ist nicht wegzuwischen. Also da tut sich schon eine ganze Menge. Es ist ja auch immer wieder interessant zu sehen oder immer wieder überraschend zu sehen, wie aus einem vermeintlich simplen Produkt wie einem Fahrrad oder einem Mountainbike oder einem Hardtail oder meinetwegen auch einem Gravelbike immer wieder neue Iterationsstufen entwickelt werden, die dann tatsächlich sich auch signifikant von dem unterscheiden, was davor gewesen ist und tatsächlich auch besser dann geworden sind. Ne? Also du siehst es immer dann natürlich am krassesten, wenn du halt einfach Fahrräder vergleichst, die du vor 5 Jahren gefahren bist und die du jetzt fährst. Das ist echt ein krasser Unterschied. Aber diese Zwischenschritte kriegst du ja in der Regel nicht so mit, es sei denn, du machst es halt so wie ich früher, indem du halt jedes Jahr irgendwie ein neues Fahrrad gekauft hast. Dann
würde ich das unterschreiben, was du sagst. Ja. Dann merkst du diese Evolutionsstufen eigentlich immer nur so ein nur bisschen. Nur so ein bisschen, genau. Also ich bin davon auch, habe mich auch etwas davon entfernt und habe jetzt auch, also mein Mountainbike habe ich jetzt auch schon seit 3 Jahren und mein Gravel will ich jetzt eigentlich auch ehrlich gesagt nicht eintauschen wollen, weil daran habe ich so lange gefeilt, damit jetzt alles passt und nichts wehtut, dass ich jetzt ungern, glaube ich, da wechseln würde. Wobei mich natürlich andere Marken auch so ein bisschen reizen würden. Also ich habe hier bei mir in Essen, habe ich unweit, habe ich auch einen Santa Cruz bzw. Cervelo Händler in Felbert und wenn ich da bei dem bin, in dem Cycle Café, dann gucke ich auch immer, guter Mann, der Holger, ja, gucke ich auch immer mit so großen Augen da, weil das sind einfach unfassbar geile Fahrräder, also auch die Rennräder von den Jungs und die Gravelbikes, aber natürlich auch die Santa Cruz und ich meine ganz ehrlich, also wer von uns wollte nicht immer mal einen Santa Cruz fahren, ne, also das sind schon echt und da grinst sich der Marco an. Das sind halt geil. Ja, das ist das, was du vorhin meintest. Ja, das ist, ja, genau. Das ist halt einfach das, ne? Also viel mehr Emotionen geht eigentlich nicht. Schwierig, ist echt schwierig, ja. Aber ich will auch nochmal auf diesen Punkt, irgendwie immer ein neues Fahrrad zu kaufen. Irgendwie. Es ist ja eigentlich auch doof, weil du verbindest dich ja auch in dem Sinne mit dem Fahrrad, weil du hast ja was mit dem Fahrrad erlebt. Ja, also zum Beispiel irgendwie Andreas war ja dieses Jahr, ist er ja von, und wie jetzt bluten die Ohren wieder unserer Zuhörer, von San Francisco nach Los Angeles gefahren. Ne? So, und da ist jetzt eine Erinnerung, eine Verknüpfung bei ihm irgendwie halt, ne? Alter, ich bin die Tour mit diesem Bike gefahren halt einfach, weißt du so. Und dann halt zu sagen irgendwie, ich hole mir jedes Jahr ein neues irgendwie, ich würde es nicht machen. Ja, also meins habe ich jetzt irgendwie, das ist jetzt das erste Jahr komplett, mein Enduro bin ich gefahren. Ja, die Erinnerungen sind, dass ich ordentliche Stürze hingelegt habe. Also nichts Positives eher gesagt. Nein, aber es macht halt einfach Spaß irgendwie halt. Aber dennoch irgendwie, ich würde mir jetzt erstmal kein neues kaufen, weil es einfach noch immer neu und taufrisch ist halt einfach. Und weil ich es halt einfach auch sehe irgendwie halt, und das ist mein Punkt, lass doch erstmal dein Fahrrad wirklich irgendwie lernen, es kennen irgendwie und dann wirst du schöne Momente damit haben und dann die Verknüpfung auch, dass du was damit geschafft hast, ne? Egal ob das jetzt eine lange Tour war oder ein Sprung oder wie auch immer, irgendwie sowas alles hat in der Art und Weise. Deswegen ist es eigentlich auch richtig irgendwie, dass man sagt oder dass die Hersteller vielleicht hingehen sollten und sagen sollten, ja gut, jetzt bringen wir mal nicht jedes Jahr ein neues raus, vielleicht auch nicht jedes zweite Jahr, vielleicht jedes dritte Jahr. Aber hey, ich bin kein Hersteller. Ja, wie gesagt, also habe ich ja eben gerade gesagt, das ist bei vielen Lieferanten ist das inzwischen auch angekommen und wir machen das zum großen Teil auch so. Das ist ja auch für den Kunden letzten Endes. Du hast halt länger ein aktuelles Modell. Das ist natürlich schon auch von der Wertschöpfungskette hat man da schon dann auch länger das Gefühl. Mhm. Aber Marco, hier, jetzt warte mal. Das ist hier. Schön. Ich dachte, du fragst warte, nie. Warte, eine Sache habe ich noch. Ja, eine habe ich noch. Und zwar, was mich ganz besonders interessiert, ist nämlich dieses Konstrukt, was quasi nämlich hinter Santa Cruz und den ganzen Marken, die du vertrittst, steht, nämlich Pondbike. Das ist ja, also das ist ja ein riesengroßer Apparat. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie viele Marken die mittlerweile haben, aber man hört immer wieder so oder man liest immer wieder, Pondbike hat jetzt quasi den und den Hersteller aufgekauft. Wobei, die kaufen eigentlich nicht die einzelnen Hersteller, sondern die kaufen dann meistens schon Hersteller, die mit anderen, die quasi auch in so einer Holding zusammen sind, mit wiederum anderen und kaufen dann das gesamte Ding an. Ich glaube, letztens, das letzte große Ding war, dass sie die Holding gekauft haben, die hinter Lapierre und Ghost und dergleichen steht. Das sind die Holländer, glaube ich, gewesen. Ich glaube, die sind von Pondbike gekauft worden. Und bitte korrigiere mich, falls ich falsch liegen sollte. Das ist ja schon wirklich eine riesige, große Firma, ne? Ja. Ja, also wenn ich ehrlich bin, die Einkaufsmachenschaften, die verfolge ich gar nicht so genau. Mhm. Also den letzten großen Deal, den ich mitgekriegt habe, das war tatsächlich Cannondale. Cannondale, genau. Mhm. Das ist übrigens Ella. Die muss auch mal Hallo sagen. Ja, hallo Ella. Ella.
Ella ist ein Hund, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Hund ist auch unweit, aber die liegt da und schläft. So wie deine Ella. Ja, sie, wenn sie weiß, dass hier was läuft. Oh, und müde ist sie auch noch. Und gekrault werden muss. Oh ja, jetzt noch Papa Küsschen geben. Tschüss. Also, Konzernstruktur, Herkunft ist schon Automotive. Mhm. Genau, also es war ein gewisser Herr Pon war damals maßgeblich auch an der Entstehung des T1-Bullis beteiligt und so hat sich das wohl dann zugetragen, dass Pon für die Niederlande als VW-Importeur zuständig ist und das ganze Business, geh mal runter, das nervt hier, für das ganze Business quasi zuständig ist, was dort in Niederlande mit der Marke VW, sondern mit all dem, was halt eben auch zum VW-Konzern gehört, mhm, zuständig ist. Also MAN, Bentley, Lamborghini, alles, was da so mitwabert. Und die haben dann vor ein paar Jahren angefangen, halt eben massiv in die Fahrradindustrie zu investieren, weil eben Mobilität das Stichwort ist. So. Und das wird da auch gelebt. Das ist wirklich eine super geile Kultur in dem Unternehmen. Und letzten Endes ist immer so, der Slogan ist immer the brand is in the lead. Also wir sind schon in unserer Organisation tätig und natürlich kriegt man immer ein bisschen was mit, aber wenn man sich da jetzt nicht explizit für interessiert, dann ist das auch nicht so, wie soll ich sagen, also auf der Tagesordnung, mhm, das Ganze, was da so okay, passiert. Und irgendwann hieß es mal, Sie seien der weltgrößte Fahrradhersteller. Und dann kam als Antwort nur müde, das wissen wir nicht, wir wollen auch nicht die Größten sein, wir wollen die Besten sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, das sagt eigentlich alles aus. Mhm. Also es sind schon wirklich, also ich bin jetzt hier gerade auf der Seite und gucke mir gerade nebenher so ein Video an. Ja, genau, das ist ja alles relativ transparent, das kann man auch ganz gut sehen, welche Marken da alles im Portfolio sind. Ja, ist auch ein geiles Video, muss ich sagen, also das ist wirklich schön zusammengeschnitten. Ja, wir verlinken das mal, liebe Zuhörer, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Nicht, dass wir hier so einfach nur bla bla, nee, sondern dass ihr auch interaktiv da drauf gucken könnt. Keine Geheimnisse. Ja. So, aber jetzt kommen wir zu dir, Marco. Wie bist du überhaupt da reingerutscht? So Vertriebler irgendwie halt und für Fahrräder und bist du vorher selber profimäßig rumgefahren, selber Mountainbike? Erzähl mal. Also, ich bin ein ganz einfacher Junge. Geboren 1976 in Schwerin. Also ich habe Migrationshintergrund, komm aus dem Osten. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und ich bin mit 10 Jahren zum Radsport gekommen. Es war meine damalige Russischlehrerin, die mich da rekrutiert hat und mich mit dem Radsport bekannt gemacht hat, weil ihr Mann damals in meiner Heimatstadt Trainer war. Mhm. Und da bin ich quasi in dem DDR-Sportsystem ich war 10, also war es 86, da waren wir noch quasi eingesperrt. Mhm. Ja. Und aber auch nicht mehr lange. Nicht mehr allzu lange. Also ist auch meine Generation, glaube ich, kann wirklich sagen, das war so die beste Zeit, Kinderzeit im Osten und dann auf die Grenze, das war schon Weltklasse. Aber so bin ich, wie gesagt, mit 10 Jahren zum Radsport gekommen und habe das auch wirklich gelebt und bin dem Radsport treu geblieben, bis ich so 18, 19 war. Habe in der Zeit meine Ausbildung gemacht. Für mich gab es eigentlich nie was anderes, als irgendwas mit Fahrrädern zu lernen. Und so bin ich dann dem schönen Beruf des Zweiradmechanikers gefolgt und habe dort meine Handwerkslehre gemacht. Und war dann eine Weile unterwegs auf Gran Canaria. Damals habe ich so Touren geguidet und im Fahrradladen geschraubt. Bin dann kurze Zeit später, das war dann schon quasi nach der Wendezeit, als Teammechaniker mit so kleinen Truppen unterwegs gewesen. Also ich bin nie wirklich professionell selber Rad gefahren. Das waren immer gute Amateure. Damals hieß das noch, gab es noch diese ABC-Einstufung bei den Amateuren. Mhm.
bis zum A-Fahrer habe ich es mal gebracht für ein Jahr und dann ging es wieder abwärts. ich glaube, den Klassenerhalt oder diesen Erhalt habe ich, glaube ich, ein Jahr noch hingekriegt, aber dann wurden natürlich irgendwann auch andere Dinge wichtiger und das, was man so partymäßig verpasst, das musste dann ja alles nachgeholt werden und so weiter. Und dann habe ich das dem aktiven Radfahren dann irgendwann abgesagt. Aber das Fahrrad ist ein roter Faden in meinem Leben, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Ich habe dann nach der Ausbildung, wie gesagt, dann eine Weile Renndienst gemacht und gejobbt hier und da. Und dann sind wir irgendwann nach Hamburg gezogen, meine Frau und ich. Und dann habe ich dann meine Meisterausbildung gemacht, bin also Zweiradmechaniker Meister und durfte dann auch ausbilden und habe dann 15 Jahre als Fahrradsachverständiger hier in Hamburg so nebenbei noch eine Tätigkeit gehabt. Ach, nebenbei? Ja, da kann man leider, also wenn man das nicht so professionell macht wie vielleicht zwei Leute in dieser Republik, dann kann man davon allein nicht leben. Aber es ist ein sehr interessantes Betätigungsfeld und eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Die machst du aber, okay, die machst du aber berufsbegleitend, also neben deinem Job, weil das wäre toll, wenn ich den Sprung mal geschafft hätte, aber dann hätte man, glaube ich, also ich sage jetzt mal, gucken wir mal auf das, was Dirk Zedler da über die Jahre erschaffen hat oder auch was Velotech in Schweinfurt und so, das sind natürlich Institutionen letzten Endes, die natürlich auch davon leben, klar, aber wenn man für Gerichte oder Privatleute oder wie auch immer mal hier und da ein Gutachten schreibt, dann ist das ein schönes Urlaubsgeld, aber nicht so, wovon man dann wirklich leben kann. Mhm. Genau, dann habe ich fast 20 Jahre hier in Hamburg für einen großen Fahrradhersteller gearbeitet, habe dort so technischen Kundendienst und Support gemacht, solche Sachen, auch Schulungen organisiert und all das, was so mit dazu gehört, also für Händler. Und habe jetzt vor 2,5 Jahren dann den Job gewechselt und so lange bin ich jetzt eben bei Pornbike Performance, also bei Cervelo und Santa Cruz. Mhm. Genau. Und hat sich selbst auch schon mal nach Santa Cruz verschlagen? Nee, das ist ja, ich bin ja quasi in der Pandemiezeit eingestellt worden. Mhm. Und jetzt mit Wachsen unserer Organisation in Mainz ist es schon einigen Kollegen vergönnt gewesen, mhm, oder gegönnt gewesen, die Reise anzutreten nach Kalifornien. Das Sales-Team war jetzt noch nicht dabei, aber ich bin da optimistisch, dass ich in den Genuss auch noch kommen werde. Ja, ja. Also wir arbeiten eng vernetzt mit den Kollegen in den US und von daher wird das auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, denke ich. Ich habe noch mal eine Frage zu deiner Wenigkeit. Würdest du heutzutage jungen Menschen raten, in den Vertrieb für Fahrräder zu gehen? Also ich würde jungen Menschen auf jeden Fall raten, in die Fahrradbranche zu gehen, sagen wir es mal so. Also der Vertrieb, das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Also wenn man mal schaut, also ich habe mir ein paar Podcasts von euch angehört und das ist eine Notiz, die ich mir gemacht habe, weil ihr ja auch immer fragt, Stichwort Schlusswort und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein Aufruf an alle, die so ein bisschen das Hobby und die Leidenschaft fürs Fahrrad haben. Schaut euch an, was für eine Vielzahl von Berufen es bei uns in der schönen Branche gibt. Es gibt auch eine ganz fantastische Webseite, der VSF, einer der Verbände, die auch viel Lobbyarbeit für unsere Branche machen, haben da eine ganz tolle Webseite auf die Beine gestellt. Und zwar lautet die Webseite zweiradberufe.de. Da kann man mal drauf schauen und wirklich staunen, was für Betätigungsfelder wir alles in unserer schönen Branche haben. Und von daher auf jeden Fall, also es ist ganz schwer, reich zu werden, aber es ist ganz leicht, viel Leidenschaft für seinen Beruf zu entwickeln und Spaß an dem, was man macht. Und letzten Endes, klar, der Kontostand und das, was jeden Monat überwiesen wird, ist auch wichtig, aber Spaß an der Arbeit zu haben, ist durch kaum etwas zu übertreffen.
Also, von daher, das können wir unterschreiben. Kann ich einfach die Frage nur mit Ja beantworten. Ja, also auf jeden Fall, schaut euch die Branche an. Schaut euch an, was es da alles gibt für Möglichkeiten, sich zu entwickeln und sich einzubringen. Und auf jeden Fall kann ich dazu raten. Und mit dem Stichwort Fachkräftemangel, das betrifft unsere Branche ja auch ganz massiv, muss so ein Aufruf auch mal sein. Ja, ohne Frage. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Nur noch mal für euch da draußen. Also wir sitzen jetzt hier nicht irgendwie halt in Anzügen oder irgendwie sonstiges, sondern wir haben alle unsere, also Andreas und ich haben unsere Hoodies an, Kopfbedeckung, Mützen auf und Marco sitzt da in einem rot-schwarz karierten Hemd mit einer Mütze. Dienstkleidung. Und im Hintergrund, Dienstkleidung. Dienstkleidung halt einfach, ne, von ja, Santa Cruz. Und dahinter ist einfach sein Schreibtisch, wo kein PC drauf ist, aber darüber Aktenordner sind. Irgendwie halt so, ne, und das ist auch mal so, ne, irgendwie halt so, es ist auch mal toll in der Fahrradbranche zu arbeiten, also nicht nur einmal toll, sondern allgemein dort zu arbeiten. Da kommen dann auch so welche Typen an wie ich und schreiben dann jemanden einfach an, wie ich das mit Marco auch gemacht habe und habe gesagt, ja, irgendwie, Jung, hast du Bock? Ja, und Marco war dann sich im ersten Moment nicht sicher. Wir reden hier ehrlich halt. Marco. Ja, bitte. Ja, war sich gerade nicht der Sache so ganz bewusst, irgendwie, worauf er sich da einlässt. Deswegen habe ich dann mit dem lieben Marco auch mal eine Stunde telefoniert. Und jetzt ist er hier und vielleicht könnte es euch ja in Zukunft auch mal treffen. Nur dann bin ich, glaube ich, schon 60 und Andreas dann 61. aber ich glaube, wir werden das auch noch weitermachen, irgendwie bis ins hohe Alter, irgendwie bis uns die Zähne ausfallen und wir nicht mehr sprechen können. Weil wir sagen auch irgendwie, geht raus, fahrt gemeinsam Fahrrad, fahrt zusammen Fahrrad, erlebt was. Und das kannst du auch in dieser Fahrradbranche halt einfach erleben, irgendwie. Und wie Marco auch schon richtig sagt, irgendwie Millionär wirst du hier nicht. Nee, aber es gibt auch viele andere Berufe, wo man das schwer zu Reichtum bringt. Von daher, wenn man jetzt auswählen kann, ob man eine Tätigkeit wählen darf, die einem Spaß macht und einen nicht reich macht oder eine, die einem nicht Spaß macht und nicht reich macht, dann ist die Auswahl, glaube ich, ganz leicht. Aber ich gebe dabei zu bedenken, es ist eine Definition des Begriffs Reichtum an dieser Stelle angebracht, weil also mein Reichtum besteht vor allen Dingen darin, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und jetzt auch schon seit über 10 Jahren in der Bike-Branche tätig bin und mir das unheimlich viel Spaß macht und nach wie vor sehr viel Spaß macht, weil ich habe jeden Tag mit dem Thema Fahrrad zu tun und komme auch noch relativ viel aufs Fahrrad und das ist für mich Reichtum. Ne? Also absolut. Das auf dem Konto ist, das ist auch wichtig, ne? Weil wir alle müssen unsere Verbindlichkeiten erfüllen. Aber letztendlich ist es mir doch viel wichtiger, dass ich quasi viel Zeit mit dem verbringen kann, was mir Spaß macht. Weil ich kenne auch andere Kollegen, die sitzen dann in ihren relativ hochdotierten Beraterjobs und müssen irgendwie 65 Stunden kloppen oder sowas oder sogar noch mehr. Haben einen Heiden voll Geld auf dem Konto, aber können halt nichts damit anfangen, ne? Weil sie halt einfach keine Zeit haben. Weil wenn sie da mal Zeit haben, dann sind die so durch, dass halt dann Couch am Start ist. Außer es sind so irgendwie so Workaholics, die dann irgendwie morgens um 6 dann nochmal eine Stunde irgendwie Fahrrad fahren oder sowas. Aber die Disziplin musst du natürlich auch erstmal irgendwie an den Tag legen. Also kurzum, ich glaube, unsere Branche ist schon auch dafür geeignet, ganz viel von dieser Work-Life-Balance irgendwie mitzunehmen. Also ich kenne von vielen anderen Firmen, sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Canyon oder sonst irgendwas, die Leute, die dort arbeiten, die verabreden sich halt dann auch mal irgendwie zum Feierabend-Ride oder zum Lunch-Ride oder sonst irgendwas. Ne? Also das ist nichts Ungewöhnliches und das wird in diesen Firmen auch propagiert. Ja, du triffst halt überall Gleichgesinnte. Genau. Das ist halt das Schöne dran. Ne? Also man, klar, reibt man sich beruflich und hat nicht immer die gleiche Einstellung und so weiter, aber unterm Strich trägt man dann auf dem Nachhausegehen schon die gleiche Kluft in irgendeiner Form, also Radsachen im besten Fall. Das ist und Dinge auf dem Rad zu besprechen, ist halt immer die beste Basis, weil man da einfach gleich ist. Ja, und ich merke es ja auch bei mir, lieber Marco, irgendwie halt so Ideen irgendwie kommen mir zum größten Teil dann, wenn ich auf dem Hobel drauf sitze. Ist so, ja.
und nachher irgendwie was geschafft habe und mich dann mal eben kurz in die Natur reinsetze, die Flasche Wasser da abmache, trinke und dann kommt auf einmal eine Idee. Und die ist dann auf einmal geboren für mich in meinem Kopf. Dann muss ich sie nur noch runterschreiben und präsentieren und sagen, sollen wir zusammen, habt ihr Bock drauf, sollen wir machen? Jo, Flori, machen wir. Weißt du, so, ne? Irgendwie halt, so, und dann setzt du dich nachher hin und machst deine Arbeit halt. Aber diese Arbeit hast du ja gemacht aus einem Grunde heraus, weil diese Idee ist ja dadurch entstanden, dass du ja gerade Spaß hattest. Und jetzt kannst du noch mal Spaß mit dieser Idee irgendwie halt umsetzen halt einfach. Und das ist doch einfach irgendwie was Geiles. Unbezahlbar, ja, ja, absolut. Bin ich ganz bei euch. Ja, und dann kann man damit auch noch vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen, um das Konto gerade so viel zu füllen, dass man am Ende des Monats sich noch ein Fläschchen Bier leisten kann. Ja, ja, also es soll ja auch nicht der Eindruck entstehen, dass ihr am Hungertuch nagt. Nee, der Kühlschrank ist gefüllt und das Bett ist warm. Ja, komm, irgendwie halt. Also so schlimm ist nicht. Hier, ne? Da ist genug drauf noch. Aber ich finde, ich find, das Fahrrad ist auch so ein schöner Gleichmacher. Also, wenn ich mich mit meinen Leuten irgendwie aus dem Verein treffe und wir dann irgendwie eine Runde mit dem Gravel drehen oder mit dem Rennrad oder sonst was, oder wenn ich mich mit meinen Jungs irgendwie auf dem Fahrrad treffe zum Mountainbiken, wir haben alle unsere Kluft an, ne? Also jeder hat entweder, je nachdem, was er halt fährt, Rennradklamotten oder halt Jerseys oder sonst irgendwas an. Und du siehst halt nie dahinter, was das jetzt eigentlich für ein Mensch ist. Ist das jetzt ein Rechtsanwalt? Ist das ein Zahnarzt, Chefarzt? Oder ist das ein, keine Ahnung, ein Kfz-Mechaniker? Was weiß ich, keine Ahnung, ne? Oder ist es ein Hartz-IVer irgendwie, der einfach halt mitfeiert irgendwie hat und mit dem einfach genau. Das ist vollkommen scheißegal. Absolut. Irgendwie. Hauptsache, ne, und unser Credo halt, ne, fahrt Fahrrad, fahrt gemeinsam Fahrrad und habt Spaß zusammen halt einfach. So sieht's aus. Und da ist mir auch alles scheißegal, wer mir mitfährt, außer Rechtsradikale, die gehören nicht mit dabei. Das ist auch gut so. Kommst du denn eigentlich quasi noch regelmäßig aufs Fahrrad? Zum Fahrradfahren? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Also das im Moment muss ich sagen, wenn ich aus dem Fenster schaue, ich bin jetzt unter die Schwimmer gegangen. Hat sich irgendwann mal zugetragen, da habe ich aus dem Fenster geguckt, das war grau und nass. Und dann habe ich gedacht, ne, Radfahren ist jetzt nicht so cool, Laufen macht auch nicht so einen Spaß. Und dann bin ich in die Schwimmhalle gegangen und seitdem gehe ich irgendwie jetzt gerade regelmäßig schwimmen, um mal so ein bisschen mich in Bewegung und in Wallung zu bringen. Mhm. Aber ja, grundsätzlich ist das schon, das ist vielleicht einer der großen Vorteile, auch wenn man im Vertrieb ist, dass man das mit dem Zeitmanagement ganz gut hinkriegen kann. Mhm. Und da auch seine Zeiten findet, wo man auch aufs Rad kommt. Du bist die meiste Zeit im Homeoffice tätig? Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich habe neulich mal durchgezählt, das waren jetzt, ich glaube, ich habe 90 Übernachtungen in diesem Jahr. Also ich bin relativ viel auch unterwegs, wobei ist das... Ich glaube, wenn man jetzt 90 auf einen Wochenschnitt runterrechnet, komme ich vielleicht auf 1,8 oder 2 Übernachtungen in der Woche. Also das ist auch für die Familiensituation noch gut tragbar. Mhm. Aber es gibt schon mal irgendwie Zyklen, wo man irgendwie mal 2 Wochen gar nicht rausfährt und dann Dinge von zu Hause erledigt, weil oft oder manchmal ist es tatsächlich so, dass man zu Hause auch effektiver arbeitet, als wenn man draußen beim Kunden ist. Aber dann ist auch wieder die Sehnsucht da und muss man auch mal die Kunden wieder sehen und dann ist man halt mal eine ganze Woche unterwegs. Also das gleicht sich dann immer so ein bisschen aus. Also je nachdem, was ansteht, was für Aufgaben wir bekommen, wie die Wettersituation ist, weil wenn ich weiß, draußen ist Glatteis auf der Straße, dann erspare ich uns das auch. Ja, klar. Da muss ich nicht das Auto zerbeulen, kann ich auch zu Hause bleiben. Ja, aber ich greife mir gerade die Schulter. Ich habe mich ja lang gemacht. Egal. Ist eine gute Mischung und das kann man, glaube ich, ganz gut hinkriegen mit dem. Obligatorische Frage. Was fährst du denn? Was für ein Fahrrad ich fahre? Ja. Also ich habe kein E-Bike hier im Schrank aktuell. Steht hier ein schönes Hightower bei mir. Okay. Ich habe einen Tallboy im Regal stehen, gerade aktuell, und ich habe einen R5 und einen Caledonia 5 von Cervelo in meinem Testpark aktuell. Das sind Rennräder, das oder? Das ist so ein bisschen so, das sind, ja, das eine ist ein reinrassiges Rennrad, wirklich so das Rad, mit dem Wout van Aert den Mont Ventoux gewonnen hat, also wirklich ein
super leichtes, geiles Rennrad. Und das Caledonia ist so, das geht so in die Sparte Endurance, All-Terrain. Mhm. Also auch jetzt so eine Mischung, wenn man so will, aus Gravelbike und Rennrad. Mhm. Wobei die Gene eindeutig Rennrad sind. Mhm. So, also wenn man mal beispielsweise Paris-Roubaix schaut, dann kann man sehen, dass die Profis auch bei solchen Rennen auf dieses Rad zurückgreifen. Mhm. Okay. Genau. Okay. Ja. Und manchmal weiß man gar nicht, mit was man fahren soll. Bei so einer Auswahl, klar. Ja. Bei so einer Auswahl, klar. Und wie verfolgst du den aktuellen Trend zum Gravelbike? Ist das noch ein Trend? Nee, das ist ja schon. Es ist doch schon komplett. Ist schon Mainstream, ja. Ich wollte das eigentlich nur noch mal so ein bisschen argumentativ so ein bisschen aufhübschen. Aber was ist deine Meinung dazu? Also ich finde, das Gravelbike und auch dieser Hype darum ist ein absoluter Segen für unsere Branche. Vor allem für die Freunde des gebogenen Lenkers. Weil einfach so unfassbar viele Leute durch das Gravelrad wirklich auch zum sportiven Radfahren gefunden haben, also zurückgefunden haben oder auch einfach ihre Leidenschaft da entdeckt haben. Und ich finde, dass das ein absoluter Segen ist und mehr als berechtigt, dass es das gibt. Mhm. Also als es damals aufkam, hab ich mir den Kopf geschüttelt und gesagt, also so ein Rennrad-Dude, der irgendwie von klein an, also von 10 Jahre irgendwie immer alles mit dem Rennrad gemacht hat. Also da bist du einkaufen gefahren mit dem Rennrad, bist zur Oma gefahren mit dem Rennrad, bist zur Schule mitgefahren, hast du alles mit dem Rennrad gemacht und jetzt erzähl mir doch mal nicht, dass ich ein Gravelrad brauche. So, aber ich finde das fantastisch, dass es das gibt und ist auch ein tolles Feld und eine tolle Art, sich sportiv fortzubewegen, so abseits der Straßen. Also es ist schon wirklich großartig. Warst du denn hier schon mal im Ruhrpott und bist hier schon mal gegravelt, wenn dann? Nee, also ich war schon mehrmals im Ruhrpott jetzt inzwischen. Also ich habe interimsmäßig das Gebiet mal so ein bisschen betreut und war dann auch Essen und Bochum und so, hab da Kundenbesuche gemacht. Aber habe mir leider die Zeit nicht rausgenommen, um mich dort auch ein bisschen rumzutreiben. Also wir hatten uns ja kennengelernt bei den Gravel Games. Richtig. Dort und da habe ich auch mal ein bisschen rumgewandert, weil zum Radfahren hat es nicht gereicht. Also da kam man nicht lange genug vom Stand weg. Aber es ist fantastisch, was da entstanden ist, so rings um die ganzen wahrscheinlich früher sehr grau und staubig anmutenden Industriebauten. Also diese Halde, die man dort beklettern kann, wo da diese große Treppe hochgeht dort. Härten war das, ne? Ja, genau. Halde Hohe. Also, die sind beide unfassbar hoch. Geil. Ja. So, da gab es ja auch eine coole Veranstaltung dort. Gab es ja auch so ein Radrennen, also so ein Gravelrennen dort in dem, ich glaube am Sonntagmorgen war das. Mhm. Ist großartig, was da passiert ist. Und ich weiß auch aus Insiderquellen, dass es kilometerlange Wege gibt, die eben, wo früher wahrscheinlich diese Abraum Züge dort gefahren sind, dass das alles so ein bisschen renaturisiert und zu Wegen hergerichtet wurde. Zu Fahrradwegen. Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel, wenn ich unterbreche, die König-Ludwig-Trasse. Ich war fast fertig. Ich wollte nur sagen, das steht doch auf meiner Agenda, das auch mal mit einem Rad zu reisen. Ja, dann sagst du Bescheid. Das mache ich. Dann sagst du wirklich Bescheid. Also bei uns gibt es dann halt auch diese König-Ludwig-Trasse. Das sind dann halt alte Schienenwege halt, wo dann der Abfall dann halt zu den Halden gefahren worden ist. Und die haben sie dann halt ausgebaut zu Fahrradwegen und. Aber auch an der Emscher entlang oder am Kanal entlang kannst du wunderbar herfahren. Ja. Hast dann aber auch direkte Wege zu den Halden oben hoch, wo du oben auf den Halden verweilen kannst. Ja, wo du dann auch den kompletten Ruhrpott sehen kannst eigentlich im Endeffekt. Also du kannst schon was drüber schauen, von Herten bis nach Düsseldorf. Ja, selbst da, als ich da oben, fast, ich bin ganz oben gewesen auch, da ist auch noch so ein Aussichtsturm, den habe ich auch noch erklommen. Und das war den Sonntagvormittag, war auch wirklich gutes Wetter, also klare Sicht, konnte man wirklich weit schauen und das war
beeindruckend, großartig. Und der Ruhrpott, was ich schön fand, was du auch noch gesagt hast, der ist ja grün, der ist ja nicht mehr grau. Ja, ja, ne? Ist wirklich, ne? Ja, ist auch eine tolle Metamorphose, auch für die Gegend. Ja, ich würde mal noch gerne von dir wissen, du bist ja nun wirklich lange, lange in der Bike-Branche und wie siehst du jetzt quasi, oder was wird so der nächste heiße Scheiß irgendwie sein, den wir erwarten werden? Also, weißt du, pass auf, ich versuche das mal nochmal ein bisschen zu unterfüttern. Überschätzt mich bitte ja, nicht. Ja, nein, aber du hast einfach auch lang genug und ich mag immer solche Fragen zu stellen, weil es mich auch interessiert, was dann quasi als Antwort kommt. Aber allein auch deshalb, weil, wir haben es ja gerade schon angesprochen, es kam irgendwie vor 3, 4, 5 Jahren kam das Gravelbike irgendwie auf und keiner hat irgendwie damit gerechnet, dass sowas irgendwie passiert. Wer dachte denn auch schon mal an ein Rennrad mit Mountainbike-Reifen? Was für eine absurde Idee, aber auch das hatten wir schon diverse Jahrzehnte vorher schon. Genau. Ne? Oder das E-Bike oder sowas, ne? Also wo man auch dachte, so, wer braucht denn sowas? Und heutzutage ist es nicht mehr wegzudenken. Und es iteriert sich quasi jetzt wieder zu einem Fahrrad, was dann jetzt doch wieder ein bisschen so ein Hybrid zwischen Mountainbike und E-Bike ist, weil es jetzt einfach auch leichter ist, die Motoren sind kleiner. Aber denkst du, dass wir, also es ist immer schwierig zu sagen, ne? Weil man denkt immer so, jetzt sind wir eigentlich am Ende, ne? Jetzt kommt ja nichts mehr. Was soll denn jetzt noch kommen? Fahrrad mit Flügeln oder was, ne? Also man denkt immer so, jetzt sind wir am Ende, aber dann kommt doch nochmal irgendwas, wo man denkt so, ach, das ist ja mal eine interessante Idee. Ne? Klar, manche Sachen drehen sich im Kreis von 20 Jahren wieder hochgekocht. Ne? Irgendwann kam auch wieder das ovale Kettenblatt und man dachte so, ja, das hatten wir auch schon. Ne? Und alles dann so, das ist total neu jetzt. Ne? Das macht jetzt einen viel runderen Tritt und sowas und denkt mir so, ja, aber Shimano hatte das auch schon vor 25 Jahren und damals hat es eine Halbwertszeit von, weiß ich nicht, ein paar Jahren gehabt und es wäre auch wieder verschwunden, was scheiße war. Und jetzt frage ich mich, wo sind die ovalen Kettenblätter hin? Die sind jetzt auch schon wieder verschwunden, ne? Oder solche Sachen wie ein Fatbike oder sowas, ne? Wo du denkst so, Himmel, Herrgott, ne? In Norwegen, alles klar, in Alaska, alles klar, ne? Wo viel Schnee ist, wo ich viel irgendwie Grip und Traktion brauche, kann ich verstehen. Aber als dann hier die Kollegen dann irgendwie mit den E-Bike-Fatbikes durch die Gegend gerollt sind und man hat sie schon 13 Kilometer vorher gehört, habe ich mir auch gedacht so, yo, das ist jetzt Endstufe, ne? Das ist echt Endstufe. Schlechter geht's nicht mehr, ne? Aber naja. Und hast du irgendwie so eine Geschichte im Kopf, wo du sagen würdest, ich glaube, dahin könnte es gehen oder sagst du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht? Also erstmal möchte ich sagen, wenn man jetzt so sich unsere Branche anguckt und die ja noch sehr junge Geschichte des Fahrrades, also man darf ja nicht vergessen, das Fahrrad an sich ist ja gerade mal ein bisschen mehr als 200 Jahre alt. So. Mhm. Und diese Branche oder dieses alles, das ganze Treiben drumherum, das lebt ja von Ideen, von Tüfteleien, von Ausprobieren, so ist das Mountainbike entstanden. Genau durch sowas. Und das ist auch gut so und das soll auch immer so bleiben. Also ich finde, das ist so das, was ja Leben reinbringt in unsere Welt, in unsere Fahrradwelt. So, das ist mal das eine, was ich dazu sagen will. Ich finde es auch voll okay, wenn einer meint, dass er unbedingt ein Fatbike haben will, dann soll er sich auch noch einen Motor dran bauen und dann soll er damit Spaß haben. Also letzten Endes, du hast es vorhin selber gesagt, Florian, die Leute kommen aufs Fahrrad. Und wenn es halt, ist ja egal, was es ist. So, die sitzen nicht auf dem Sofa rum und fressen Chips, sondern die bewegen sich. So. Das ist mal das eine. Und ansonsten möchte ich gerne sagen, dass die, dass wir jetzt seit ein paar Jahren mit unserer Branche, also ich sag jetzt mal, vielleicht kann man so die Zeitrechnung ein bisschen danach stellen, wo das E-Bike populärer und auch marktreif wurde. Also E-Bikes gab es ja vorher auch schon. Mhm. Das ist ja auch nicht ganz neu, das hat es ja früher auch immer schon mal irgendwelche Ideen und so gegeben, aber seitdem es halt eben so ist, dass wir Produkte haben, die verkaufsfähig sind, wo man auch eine Gewährleistung geben kann und wo man eben, die auch sicher sind und all das, hat, glaube ich, so ein bisschen eine neue Zeitrechnung begonnen, dass man eben von Mobilität spricht. So, und jetzt gehen wir mal weg von unserer Sportwelt, Rennrad, Mountainbike, sondern gehen einfach mal, gucken mal auf die Straße, wie viele Menschen
für ihre, also sagen wir mal, für kurze Arbeitswege oder für kurze Einkaufswege oder all das, also zumutbare Wege, die man eben, also wie viele Menschen zum Fahrradfahren gekommen sind in den letzten Jahren, das ist das, glaube ich, was man absolut positiv hervorheben muss. Also wir sind nicht mehr, es ist nicht mehr nur eine Branche von lauter Durchgeknallten, die irgendwie mit bunten Klamotten den Verkehr tyrannisieren, sondern wir haben ernstzunehmende Verkehrsteilnehmer durch alle Alters-, Einkommens- und Bevölkerungsschichten hinweg. Die Städte legen Fahrspuren lahm und malen die bunt an, damit dort eben Fahrradstreifen entstehen und die Leute eben das Fahrrad nutzen können, ohne ständig in Bedrängnis zu geraten. Und ich glaube, das ist das absolut Positive, die Entwicklung, die sich jetzt auftut in den letzten Jahren, dass man eben ein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor wird, dass man ein ernstzunehmender Anteil an Verkehrsteilnehmern hat, die eben sich alternativ fortbewegen ohne Verbrennungsmotor. Und das ist das absolut Positive, finde ich, dass wir das geschafft haben, dass da die Branche und die Lobby und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung so groß geworden ist, dass man dort eben wirklich wachsen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, Verkehrswende ist ja immer so ein großes Wort. Aber ich glaube, das passiert in dem Bereich einfach ganz von innen heraus, aus der Bevölkerung, dass da ein Umdenken eintritt. Und das finde ich toll. Natürlich finde ich es auch toll, wenn Menschen sportiv die Räder nutzen, weil das ist ja das, wovon ich auch lebe. Aber generell finde ich es einfach klasse, dass wir da jetzt auch so wirklich auf einem guten Weg sind, was das betrifft. Wow, das war ein richtig geiles, schönes Schlusswort. ohne Witz, irgendwie halt. Besser hätte das keiner rüberbringen können, lieber ja, Marco. Ich läute dann jetzt auch den Feierabend ein. Lieber Marco, es hat mich tierisch gefreut, dich hier kennenzulernen, obwohl wir beide schon eine Stunde mal vorher telefoniert haben, aber da habe ich dir nur erklärt, wie der Podcast ja funktioniert. Ja. Aber jetzt habe ich dich mal so auch live, bunt und in Farbe, auch mal richtig lange gequatscht und nicht so, wie es ist auf Veranstaltungen. Hi, ich bin der Florian, kannst du mal Bock, komm mal und blablub. Ne? So richtig lange gequatscht. Ich freue mich schon darauf, dass wir uns beide hoffentlich bald wiedersehen werden. Mhm. Du kriegst gleich das Schlusswort. Ich übergebe jetzt an Andreas. Ja, ich schließe mich da natürlich nahtlos an. Und für mich war es auch... Ich habe dich ja vorher noch gar nicht gekannt, ne? Und das ist wie immer bei uns im Format, das wissen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer, wir laden uns ja auch oft und gerne Menschen ein, die wir einfach quasi so ansprechen, weil sie uns aufgefallen sind, weil sie für uns interessant sind und du bist definitiv auch jemand gewesen, der für uns sofort interessant gewesen ist und du warst auch ein super Gesprächspartner heute und auch sehr sympathisch und das ist es halt auch immer, was es letztendlich hier ausmacht, unser Format. Wir unterhalten uns einfach super gerne mit den Menschen und wir lernen sie auch entsprechend gerne kennen und ich glaube, wir werden, solltest du irgendwie auf der Eurobike sein oder sowas, werden wir uns auf jeden Fall mal live und in Farbe irgendwie treffen und dann vielleicht auch nochmal auf den Gravel Games und was weiß ich, keine Ahnung. Also freue ich mich, Cycle World. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, super. Ja, Cycle World steht diesmal nicht auf meiner Agenda. Da sind private Verpflichtungen. Meine Schwester heiratet, da kann ich nicht absagen. Muss man Prioritäten setzen. Ja, aber ja, wir werden uns sicherlich bei dem einen oder anderen Event über den Weg laufen, da freue ich mich auch schon drauf. Definitiv. Also kurzum nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit in deinem Urlaub genommen hast, mit uns zu quatschen, die Stunde. Und ich überlasse dir jetzt das Schlusswort. Ja, jetzt hat Andreas natürlich meine kurze Rede von eben als Schlusswort sozusagen deklariert. Aber ich möchte den Aufruf trotzdem nochmal machen. Wir haben das Thema vorhin gehabt, also Stichwort Mangel an Fachkräften in der Branche und so weiter. Deswegen auch hier von mir als Schlusswort nochmal der Aufruf, guckt euch das bitte an, schaut, was wir für vielseitige Möglichkeiten haben, sich in der Branche zu tummeln. Und wir freuen uns über jeden, der sein Know-how und seine Empathie und sein Wissen
in unsere Branche einbringt. Wer mich finden möchte, kann das gerne über LinkedIn machen. Da bin ich ganz gut zu finden, auch mit Klarnamen und so weiter. Freue mich auch über jeden Kontakt. Und ich danke euch beiden, dass ich die Gelegenheit hier heute hatte, bei euch einfach mal zu quatschen. Sehr schön, prima. Sehr schön, gerne. Marco, wir sehen uns. Bis später. Ciao. Ciao, vielen Dank.